Ja, ich heiße Margarete Merni und ich bin die Leiterin vom Fachspezifikum Systemische Familientherapie im ÖAGG und das ist eines der kooperierenden Fachspezifika an der BSU und in der Funktion bin ich jetzt hier. Ja, also systemische Familientherapie ist ja eine relativ junge Methode, so die Entwicklung ist 1950 in Amerika. Und da war das Besondere, dass der Fokus der Aufmerksamkeit weniger auf die Person und auf die intrapsychischen Prozesse gerichtet war, sondern mehr auf die dynamische Wechselwirkung zwischen psychischem System, sozialen System und biologischem System. Und so werden nun psychische Erkrankungen, Leiden, Probleme betrachtet in Bezug zum Beziehungskontext, wo diese Symptome entstehen und aufrechterhalten werden. Und es wird sowohl betrachtet aus der Vergangenheit heraus als auch in der Gegenwart. Und das führt natürlich dazu, dass auch andere Menschen in die Psychotherapie eingeladen werden. Beziehungspartner, Partner, Kinder, Familien. Und all diese Menschen, die vom Problem betroffen sind und vielleicht aber auch zu einer Lösung beitragen können. Aber wir arbeiten auch mit einzelnen Personen. Ja, und dann glaube ich, ist es ganz wichtig, so zu sehen, wie betrachten wir denn psychische Erkrankungen, Symptome. Wir betrachten sie als eine Störung der System- und Umweltanpassung. Und diese Perspektive führt dazu, dass wir Klienten und Klientinnen, Patienten und Patientinnen sehen als diejenigen, die kompetent sind für ihre Lösung. Sie sind die Experten sowohl fürs Problem als auch für die Lösung. Und Psychotherapie organisiert einen dialogischen Raum, wo an die Ressourcen der Klienten und Klientinnen angeschlossen wird, wo Fragen gestellt werden, wo Interventionstechniken genutzt werden, um Perspektiven aufzuzeigen und Lösungen zu finden oder auch zu erfinden, die bisher ausgeschlossen waren. Und das alles geschieht in einer Atmosphäre der Wertschätzung und des Respekts für die bisherigen Lösungsversuche und manchmal auch fürs bisherige Leid. Und ein weiterer wichtiger Punkt und ein weiterer wichtiger Hintergrund unseres Menschenbilds ist die Systemtheorie, so ausgedrückt über Konstruktivismus oder auch Kybernetik 2, die ja besagt, dass wir keinen direkten Zugang zur Wirklichkeit und keinen direkten Zugang zur Wahrheit haben. Und das führt dazu, dass sich systemische Psychotherapeuten und Psychotherapeuten so verstehen als Nichtwissende, die gemeinsam sich mit ihren Klienten und Klientinnen auf eine Reise machen, des Suchens und des Findens und manchmal des Wiederverwerfens und Neufindens. Wie schon gesagt, systemische Familientherapie ist eine junge Psychotherapie-Methode und entstanden ist in Amerika in einer Zeit, wo junge Menschen, die eine Diagnose gehabt haben aus dem schizophrenen Formenkreis, sehr lange, oft manchmal ein Jahr lang in Kliniken behandelt worden sind, getrennt von ihren Familien. Und kaum waren sie wieder zurück in ihrem Lebensbereich, auch zurück zu ihrer Herkunftsfamilie, sind die Symptome zurückgekommen. Und da hat man sich natürlich überlegt, ist das Problem oder die Schwierigkeit in der Person oder ist es nicht mehr zwischen den Personen? Und in dieser Zeit begann mal die Familie einzubeziehen in die Behandlung. Und die erste große Bedeutsamkeit, auch in der Wirksamkeit, gab es eben in der Behandlung der Psychosen. Und in weiterer Folge zum Beispiel in der Behandlung von Essstörungen. Da gibt es dieses interessante Artefakt in Deutschland, dass die Arbeit mit Familien mit Essstörungen in der Konzeption von Helms Dierlin und von Gunther Weber von den Krankenkassen in einigen Bundesländern bezahlt worden ist, obwohl die Methode gar nicht anerkannt war. Aber man sah, wie wirksam Familientherapie bei Essstörungen war. Und jetzt gibt es so natürlich eine Zusammenfassung von den Wirksamkeitsstudien. Die wichtigste ist 2007, Kirsten von Südow und Jochen Schweizer und andere Autoren, die diese Wirksamkeitsstudien zusammengefasst haben und sagen konnten, systemische Familientherapie eignet sich in der Behandlung von allen psychischen Erkrankungen, vor allem Psychosen, affektiven Störungen, Suchterkrankungen und auch somatoformen Störungen und natürlich ganz speziell bei Familienkonflikten, bei Paarkonflikten und Entwicklungsstörungen von Kindern. Interessant finde ich auch noch, dass es eine Untersuchung gibt von Corinne Russell, Professor an der Brigham Youth University in der USA, der
herausgefunden hat, dass systemische Familientherapie äußerst kosteneffizient ist, weil nämlich im Verhältnis zu anderen Methoden die Behandlungsdauer geringer ist. Also das sehe ich einfach ganz pragmatisch. Jetzt nach über 20 Jahren Psychotherapie in Österreich geht es darum, dass die Abschlüsse akademisiert werden. Weil wenn wir eine Chance haben wollen, dass wir ernst genommen werden, auch vom Medizinsystem, dass wir sozusagen auf Augenhöhe als eigenständiges Heilverfahren für psychische Erkrankungen Gültigkeit haben, dann braucht es einen akademischen Abschluss. Und das neue Psychotherapiegesetz oder die Vorlage des neuen Psychotherapiegesetzes ist ja eine Frage, ob es auch so beschlossen wird, sieht vor, dass man einen akademischen Abschluss braucht, um in die Psychotherapeutenliste eingetragen zu werden. Mhm. Und da sage ich mir, warum soll man nicht gleich Psychotherapie studieren und sich wirklich intensiv mit dem Ansatz und mit der Methode auseinandersetzen?